Boah, Leute, ist das Wetter auch so sonnig bei euch? Oh, ich schwitze ja schon richtig, aber auch bei heißen Tagen muss man in die Schule gehen. Und habt ihr das gerade gesehen? Meine Freunde sind einfach am Spieli. Was machen die denn da? Wollen die gar nicht zur Schule gehen? Oh, die wollen den Unterricht sausen lassen. Oh, das kommt nicht in Frage, Leute. Wir werden sowas von zur Schule gehen. Was ist denn mit der Schule los, Leute? Habt ihr eine Idee, was mit der Schule sein könnte? Schreibt das mal in die Kommentare. Ich weiß wirklich nicht, was mit der Schule ist, weil eigentlich muss man doch zur Schule gehen, oder? Hm, hier ist überall eine Absperrung. Hier ist auch so ein Zeichen, dass man nicht rein soll. Wartet mal, ich werde mal schauen, ob hier irgendwas... Vielleicht wissen ja meine Freunde mehr. Oh, ich muss ganz, ganz schnell zu Brexy und Odi. Ich habe die nämlich gesehen. Die gehen ja auch auf die Schule. Brexy! Odi! Sommer, Sonnen, Sonnenschein! Was? Sommer, Sonnen, Sonnenschein! Leute, hört auf damit, wir müssen zur Schule. Ich habe Mathe dabei, Deutsch und Englisch. Hä? Was für eine Schule, aber, du Doofpop? Na, unsere. Und da ist auch irgendeine Baustelle oder so. Wie sollen jetzt da reinkommen? Hm? Glaubst du, er weiß es? Was denn? Ich glaube, der ist komplett blöd, Brexy. Hey Leute, Mann. Das ist mein erstes Mal Schule. Ich weiß nicht. Jimmy, was denn? Ganz kurz. Hm. Schau mal in den Himmel. Was ist im Himmel? Da ist eine riesengroße Sonne und die ist richtig heiß. Ja, weißt du, was das bedeutet? Brexy, sag's ihm schon. Dein Doofkopf kommt nicht drauf. Einen Ventilator brauchen in der Schule. Was denn? Was haben wir? Sommerferien! Hey, Sommerferien! Das stimmt. Was, Leute? Sommerferien? Was ist das? Kennt ihr das? Habt ihr auch Sommerferien? Oh, als ob ich da nicht zur Schule muss. Wie cool ist das denn? Warte mal. Heißt das, wir können Tekken spielen am Spieli? Du bist... Wir können den ganzen Tag spielen. Oh, wie cool, Leute. Yippie. Endlich kann ich richtig Kindersachen machen. Jau. Du bist... Oh, das war gemein, Brexy. Ich werde dich kriegen. Warte, aber Brexy, das irgendwie macht das keinen Spaß. Können wir nicht was anderes an unseren Sommerferien machen? Ich meine, wir spielen doch sonst auch immer Tekken, Leute. Leute, das ist langweilig. Ja. Mein Papa, dem gehört doch der Strand, Leute. Ehrlich? Sollen wir das nicht früher gesagt? Hä? Sollen wir da hin? Was denn, Brexy? Kann doch sein, dass dein Papst den Strand gehört. Lass mal hingehen. Das ist voll das ungewöhnliche Gefühl, einfach an der Schule vorbeizugehen, obwohl da eigentlich alles drin ist. Leute, meine ganzen Schulsachen. Aber Odi sagt, wir sollen zum Strand gehen und wir haben Sommerferien dann. Boah, da sind sogar Jetskis. Wie cool ist das denn? Leute, die gehören meinem Papa. 3 Jetskis, jeder hat einen. Das ist eigentlich richtig cool. Ich habe eine Idee, Leute. Was ist, wenn wir heute Jetski fahren? Ein bisschen, naja, ihr wisst schon, Ferien machen und vielleicht was Neues finden. Vielleicht so ein Freizeitpark. Das wäre doch voll cool, oder nicht? Boah, das wäre wirklich cool. Ja, siehst du? Und ich glaube, mit den Jetskis können wir das sogar wirklich machen. Lass uns irgendwo hinfahren, bis wir irgendwas finden. Kommt schon, Leute, kommt schon. Okay, los geht's! Yippie! Jeder schnappt sich ein. Nein, du wirst nicht Erster sein. Ich werde Erster. Wow, das ist so cool. Oh Mann, wo sollen wir denn hinfahren, Leute? Ich würde sagen, wir fahren in die Richtung. Und dann der Erste, der den Freizeitpark findet, der hat gewonnen. Haha, bis gleich, Leute. Warte, los. Oh, cool. Leute, die Jetski-Fahrt war richtig cool und anstrengend, aber endlich sind wir hier. Was ist das überhaupt? Das ist, glaube ich, ein Freizeitpark. Das ist der Freizeitpark, ihr Doofköpfe. Seht ihr nicht die Achterbahn? Stimmt, da ist eine Achterbahn und ein Riesenrad. Wie cool sieht das denn aus? Lass uns reingehen. Ich will schauen, was man da alles machen kann. Oh, guck mal, Leute. Da ist, glaube ich, ein Mitarbeiter. Oh, ich will unbedingt rein. Ich will rein. Oh, guck mal. Hier ist sogar eine Karte, Jimmy. Oh, es gibt ein Labyrinth. Ein verfluchtes Haus. Da gehen wir nicht hin. Und es gibt sogar Go-Karts. Boah, wie cool. Und der rote Punkt, das sind wir. Du hast recht. Da steht You are here. Das bedeutet auf Englisch, du bist hier. Das habe ich in der Schule gelernt, Leute. Du bist richtig cool, Jimmy. Kommt schon, Leute. Was machen wir zuerst? Was sollen wir machen? Brexy, entscheide du. Wollen wir nicht erstmal uns alles anschauen und dann zu den Go-Karts? Genau, du hast recht. Wir schauen uns alles an und dann machen wir die Go-Karts. Sie sind richtig cool. Kommt schon, Leute. Wir gehen rein.
Warte. Los geht's! Boah, yippie, endlich! Wir sind drin, Leute! Schau mal! Da ist sogar ein Riesenrad wie bei uns auf der Insel! Boah, du hast recht, das sieht genauso aus wie bei uns! Aber das sieht viel, viel größer aus! Aber das ist echt hoch. Ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen Höhenangst. Lass uns mal weitergehen. Habt ihr was Krasses gefunden, Leute? Was macht ihr da hinten? Hey, Brixie! Guck mal, du musst das Licht treffen. Mit Pfeil und Bogen. Warte, das geht doch voll einfach. Eins, komm schon. Zwei, drei. Und wie soll ich jetzt den vierten treffen? Warte. Du musst springen. Oha. Wie cool. Hast du das gesehen? Kam da ein Feuerwerk raus? Weil du alle getroffen hast. Den einen nicht ganz, aber du hast recht. Boah, wie cool war das, Leute? Das ist echt ein richtig cooler Freizeitpark. Was kann man denn hier machen? Snowball-Mini-Golf. Was? Mini? Wie funktioniert das? Da werfen. Ach so. Boah, hast du gesehen? Ich hab getroffen. Cool. Boah, das hat echt Spaß gemacht, aber ich glaube, wir können hier noch andere Sachen machen. Wartet mal. Leute, das ist so cool. Es gibt hier ein Riesenrad, eine coole Achterbahn, die sogar ein Looping hat. Seht ihr das? Das ist voll cool. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall richtig viel Spaß haben hier. Das sind die besten Sommerferien, wollte ich sagen. Was ist denn jetzt los? War das Brexy? Odi? Wo ist Brexy? Ich weiß nicht. Vielleicht ist er auf irgendeine Achterbahn oder so gegangen. Schau dir auf jeden Fall alles an. Brexy, wo bist du? Brexy? Nein, Leute, könnt ihr irgendwo Brexy sehen? Dann schreibt es in die Kommentare. Ich kann ihn nicht sehen. Oh nein. Da ist er. Ich habe ihn gefunden. Odi, komm schnell hoch. Ich glaube. Wo bist du? Nein, das ist nur ein Mitarbeiter. Och, ich dachte, das ist Brexy. Oh nein, was sollen wir denn jetzt machen, Leute? Wir müssen unbedingt Brexy finden. Am besten suchen wir ihn, wenn wir, keine Ahnung, am besten auf eine Achterbahn gehen. Und dann haben wir von überall eine Übersicht. Genau, das müssen wir machen, Leute. Ich werde mal Odi sagen. Odi, wir müssen unbedingt auf einen ganz hohen Punkt gehen. Und dann können wir vielleicht irgendwo Brexy sehen. Vielleicht aufs Riesenrad, Jimmy. Meinst du? Oh, das könnte echt knapp werden. Okay, komm, lass uns beeilen. Nicht, dass der Freizeitpark schließt und wir hier alleine sind. Jimmy! Hä? Hast du ihn gehört? Ich hab ihn gehört. Brixie, willkommen. Brixie, du musst hier irgendwo sein, stimmt's? Ich werde dich finden, Brixie. Mach dir keinen Kopf. Okay, jetzt bin ich... Achtung! Wir bitten Jimmy und Odi zur Kasse. Hier ist ein gelber Junge, der euch sucht. Er ist verletzt. Achtung! Das muss er sein, Odi. Los! Das ist er! Komm schon! Oh, andere Seite. Wir müssen hier wieder rausgehen. Oh, komm schon, Leute. Wir müssen ganz schnell zu Brexy. Er hat sich, glaube ich, verlaufen oder so. Ey, dieser Freizeitpark ist so riesig, dass man sich schon verläuft. Okay, ich glaube, er ist da vorne bei der Information. Dann haben wir Brexy gefunden und können die ganzen Sachen testen hier. Odi, du bist da, sehr gut. Komm schon! Ich beeil mich doch schon, ich habe halt so kurze Beine, ich kann nicht so schnell gehen. Oh, schneller, Leute. Hier ist Brexy nicht. Ja, hier ist er nicht, hier ist nur der Mitarbeiter. Mann, Brexy, wo bist du? Brexy! Hier! Was? Aber, Brexy, was ist passiert? Brexy, geht's dir gut? Ich hab mich verlaufen. Ich hab einen Clown gesehen und ich wollte unbedingt zu dem Clown. Der hat mich gelockt. Ein Clown, hast du gesagt? Das hört sich gar nicht gut an. Aber denkst du, es gibt hier diese Gruselclowns? Ist das etwa der böse Killer-Clown? Oh nein! Ich will nicht, dass die Clowns kommen. Können wir nicht einfach noch ein bisschen Freizeitspaß haben, die Ferien genießen und naja, wenn die Clowns kommen, hauen wir ab oder so? Du hast recht, komm. Oh, kommt, los, Leute. Geht's. Wir müssen jetzt aber wirklich das Riesenrad testen. Okay, Leute? Los geht's, Leute. Oh, wir waren schon so kurz davor, aber diesmal werden wir es wirklich ausprobieren. Ehrlich, Leute, lasst dafür auf jeden Fall schon mal ein Like da. Boah, das sieht so cool aus. Wart ihr schon mal auf einem Riesenrad drauf? Dann abonniert auf jeden Fall. Das will ich auf jeden Fall wissen, ey. Und wenn ihr schon mal in so einem Amüsierpark wart, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Kommt
Leute, wir müssen reingehen. Diesmal testen wir es wirklich. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Timmy und ja, Rudi. Was ist denn, Brexy? Ja. Ich hab Höhenangst. Kann ich unten Brexy, auf euch warten? Nein. Ach Quatsch, komm mit jetzt. Ja. Okay, Leute, ich werde das jetzt testen. Ich werde hier, zack, reingehen und hier, so. Hä? Wow. Leute! In dem Gelben, wie cool! Ich will ins Rote. Haha, das ist nämlich viel cooler. Oh, wir gehen immer höher, Jungs. Leute, checkt ihr das? Wir gehen einfach immer eins höher. Wie cool ist das? Wir sind schon richtig weit oben. Schaut mal raus. Warte, wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Wir sind fast bei der Hälfte. Boah, man sieht schon richtig viel von dem Freizeitpark. Es gibt hier auch so ein Ding, was nach oben geht. Und dann fliegt man wieder runter. Boah, wie cool ist das? Was ist denn? Brexy, ruhig. Jetzt passiert nichts. Ich will runter. Ich will runter, bitte. Nein, beruhig dich, Brexy. Wir sind doch bald wieder unten. Ehrlich, das passiert gleich wieder unten. Genau. Nein. Ich möchte jetzt runter, bitte. Nein, Brexy. Oh Mann, das war eine blöde Idee. Och, Brexy. Mann, ist das doch gleich fertig, Brexy. Leute, Brexy hat einfach Höhenangst. Wusstet ihr, dass Brexy Höhenangst hat? Ich wusste das gar nicht. Brexy, bitte. Du darfst dich jetzt nicht bewegen, okay? Raus. Wir haben es geschafft. Ich will hier raus. Wir haben es geschafft, Leute. Endlich. Richtig cool. Ich glaube, jetzt können wir hier sogar... Nein, wir müssen da wieder rausgehen. Aber ist nicht schlimm. Lasst uns... Was machst du denn hier, Papa? Brexy, das ist nicht dein Papst, das ist irgendein Mitarbeiter. Nur Spaß. Aber deine Eltern will ich wirklich mal kennenlernen, Brexy. Können wir gerne mal machen, aber ich muss euch was sagen. Was willst du mir sagen, Brexy? Ich hatte gar keine Höhenangst. Du Lügner, das haben doch sogar meine Zuschauer gesehen. Dass jeder du die ganze gesehen, Zeit. Du Doofkopf. Genau, du wolltest immer runter und hast gesagt, das Riesenrad und so. Aber ist nicht schlimm, Brexy. Jeder hat doch seine Schwachstellen. Deswegen lass mal die Achterbahn testen. Ich glaube, es gibt hier so viel Achterbahn. Wir müssen auf jeden Fall mal eine richtig gute herausfinden. Was ist mit der hier? Warte. Wo bist du? Bleib doch mal stehen. Hier, Leute, hier, wo ist Odi hin? Odi, wir sind hinter dem Riesenrad. Komm schnell her. Ich komme jetzt, warte doch kurz. Wo ist Odi hingegangen, Brexy? Da ist er. Ich bin doch hier. Du bist so nur langsam. Komm schnell. Jimmy, ja? Komm schnell. Was ist, Brexy? Odi, kannst du ganz kurz gucken, ob ich da was verloren habe? Ich glaube, ich habe einen Diamanten verloren. Was? Der Diamant, der gehört mir. Jimmy. Das, Brexy? Wollen wir ihn pranken? Wollen wir ihn denn pranken? Ich weiß nicht, wir sagen, wir gehen auf die Achterbahn rauf, dabei gehen wir nicht drauf. Okay, aber das wäre voll cool, wenn wir jetzt Achterbahn fahren. Komm schon. Oh, bist du sicher? Ehrlich, da passiert nichts. Odi, komm. Komm schon, Odi, schnell, da sind keine Diamanten. Brexy wollte ich nur hochnehmen. Mann, du Dummkopf. Okay, ich werde jetzt schon mal losfahren. Und yippie. Oh, wie cool ist das, Leute? Das ist so ein Regenbogen. Das ist eine Regenbogenachterbahn. Wie cool ist das denn? Oh, das geht richtig schnell. Und jetzt einmal hier rüber. Zack, zack, zack. Und dann geht's hier auch schon geradeaus. Oh, ich glaube... Diese Achterbahn geht richtig nach oben. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall richtig anschneiden. Ich hab schon richtig Angst davor. Was passiert hier, Leute? Ich glaube, wir fahren einmal um den ganzen Freizeitpark rum. Das sind die besten Sommerferien auf der Welt. Oh, die besten 100 Tage Sommerferien. Wow, wir fahren sogar durch einen Baum und so. Leute, wir fahren durch ein Baumhaus. Wie cool ist das? Oh, ich glaube, meine Freunde haben genauso viel Spaß da hinten. Aber ich kann die gerade nicht sehen. Die sind irgendwo anders, Leute. Oh, es gibt hier so viel zu begutachten. Schaut mal da. Es gibt sogar eine richtige Holzachterbahn. Und ich glaube, die ist gefährlich. Oh, die will ich auf jeden Fall unbedingt auch testen. Aber ich glaube, meine Freunde trauen sich nicht, weil das sind irgendwie Angsthasen. Das war so cool. Das war richtig cool, Leute. Und ich hatte sogar keine Angst. Du hast es doch gar nicht gefahren. Außerdem ist es nur einmal drumherum gegangen. Brexy, wenn du keine Angst hast, dann fahr die Holzachterbahn da hinten. Wow. Komm. Odi, hilf mir. Der wird sich jetzt bestimmt wieder rausreden.
Was ich ist würde los? Sie für Brexy fahren. Ist es okay? Wirklich, Odi? Willst du sie wirklich für Brexy fahren? Ja, klar. Okay, Brexy, du fährst sie für Odi. Ich weiß doch, dass Brexy sich nicht traut, Leute. Deswegen lassen wir Brexy einfach ein Angsthase sein. Wir gehen jetzt zu der großen Holzachterbahn. Yippie! Wow. Mit Odi zusammen und das macht richtig Spaß. Oh, ich kann mir keine besseren Sommerferien vorstellen als das hier. Leute, während ich hier zur Holzachterbahn fahre, würde es mich echt interessieren, ob ihr schon mal in den Urlaub gefahren seid. Und wenn ja, wohin? Spanien? Italien. Boah, das wird mich echt interessieren. Aber ich gehe am liebsten zu meinen Freunden. Nur, ich weiß nicht, wo Odi ist. Der ist bestimmt irgendwo da hinten. Oh, der braucht immer so lang. Leute, aber die Holzachterbahn ist hier. Hier, ihr Doofköpfe, ihr lauft falsch. Wo bist du hingegangen? Odi. Komm zurück, ihr Doofköpfe. Wo seid ihr? Kommt jetzt hier rein, ihr Doofköpfe. Das ist die Holzachterbahn. Oh, ich hab einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Entschuldige. Okay, Odi. Da du für Brexy jetzt antrittst, will ich auf jeden Fall keinen Mucks von dir hören. Wenn du dich nicht traust, sag jetzt. Traust du dich oder nicht? Ja. Ich trau mich, ich habe aber nur ein bisschen Angst. Ich habe gar keine Angst, weil ich nämlich Achterbahnfahren liebe. Okay, Leute, da vorne ist schon der Eingang. Hä? Wo ist denn jetzt der Eingang? Odi, das ist voll der lange Weg hier. Ja, was kann ich denn dafür? Du tust so, als ob das mein das ist doch Freizeitpark dein Park. Ist. Ja, kann doch sein. Leute, wir sind angekommen. Und ich glaube, jetzt müssen wir nur noch draufdrücken, dann geht's los. Brexy, ich will ganz vorne sitzen. Ich bin hier. Brexy, willst du doch mitfahren? Okay. Willst du doch mitfahren? Das ist cool. Ja, Brexy traut sich doch. Gut, dann auf 3. 1, 2, 3. Let's go. Los geht's. ihr Dullis. ich bin hier hinten. Jetzt mit dir selber Achterbahn fahren. Ey, Mann, du Doofkopf. Ich mach nur Spaß. Ich werde jetzt auch das machen. Komm schon. Oh. Hä? Die fahren schon los. Oh, gut, Jamie, du Doofkopf. Nein, ich werde's auch machen. Kommt schon. Und da seid ihr ja schon wieder. Okay, ich werde jetzt draufdrücken hier. Komm schon. Ja, diesmal werde ich jetzt mit Odi fahren. Jetzt bin ich da fahren. Wieder dabei. Yippie, let's go, Freunde. Hä? Tut mir leid, Brexy. Wir müssen Tschüss, Achterbahn Brexy. Fahren. Oh, das geht ja richtig langsam hoch hier, Odi. Hast du schon Angst? Nö, die bin ich doch schon mal gelaufen. Ich habe nur ganz bisschen geweint. Du hast geweint? Was, Leute? Odi hat geweint. Vielleicht ist das doch nicht so gut, dass wir jetzt hier hochgehen. Oh, nein, nein, nein. Ich glaube, das ist keine gute Idee gewesen. Was ist denn da oben, Odi? Sag mir jetzt nicht, jetzt geht's gleich los. Was? Ich muss gleich wieder weinen. Wir sind ganz oben, Leute. Wie cool. Und da geht's runter. Oha, wie cool. Das hat voll im Bauch gekribbelt. Yippie. Und jetzt wieder hoch. Boah, Odi, ich weiß nicht, was du hast. Das macht voll Spaß. Wow, jetzt wieder runter. Das. Hä? Odi hat die Stimme verschlagen, Leute. Wie cool ist das denn? Odi, weinst du? Ich hab Angst. Ja. Odi, hör auf zu weinen. Ich bin noch da. Oh, ich bin viel jünger als du und das macht voll Spaß. Und wow, das hat wieder so im Bauch gekribbelt. Und jetzt wieder hoch, Leute. Und was passiert jetzt, Leute? Das kommt irgend so eine Kurve. Guck mal, da läuft Brexy. Er will auch nochmal. Und einmal so und zack, zack, zack. Und jetzt hoch. Und ich glaube, dann sind wir schon fast am Ende, oder? Wie cool. Und ich glaube, da müsste schon das Ende sein von der Achterbahn. Endlich! Hä, wieso endlich? Odi, was hast du denn? Das hat doch voll Spaß gemacht. Ich hab Angst. Ach, Odi, du hast doch nicht Angst. Das macht doch voll Spaß. Komm, lass uns noch eine Attraktion testen und dann gehen wir wieder nach Hause. Okay, aber ich will diesmal Go-Kart fahren. Na gut, dann fahren wir Go-Kart, Leute. Mann, die wünschen sich die ganze Zeit, dass sie Go-Kart fahren. Ich weiß gar nicht, warum. Das war doch voll cool, die Achterbahn, oder? Also, ich fand's cool. Schreibt's auf jeden Fall in die Kommentare. Leute, da bin ich schon wieder. Naja, gut, dann fahren wir jetzt Go-Kart, so wie ihr es euch gewünscht habt. Na los, das ist voll cool. Die wünschen sich die ganze Zeit Go-Kart fahren. Ist das hier? Das ist der Eingang. Ey, weh, nimm das gelbe Go-Kart, das gehört mir. Das werden wir sehen, Brexy. Eigentlich will ich schon lieber Orange haben. Orange ist am besten. Haben die? Die haben Orange, yippie. Ist auch lila.
Nein, das ist gelb für Brexy. Ich werde mir das trotzdem stoppen. Hey. Ich nehme mir das Lila, ne? Oh, wie cool, wie cool, wie cool. Oh. Oh. Okay, das ist gar nicht mal so einfach, Leute. Und wow, jetzt geht's hier wieder runter. Hä? Wow. Hä, wo seid ihr? Ah, ich sehe nichts. Oh, mein Go-Kart hat den Geist aufgegeben. Habt ihr das gesehen, Leute? Oh, und jetzt einmal hier rüber. Zack, da müssen wir so fahren. Oh, ich bin gleich im Ziel. Edge. Und zack. Ich hab sowas von gewonnen, Leute. Hm. Ey, unfair. Oh, ich hab einen Unfall gemacht. Was? Wo, Leute? Wo seid ihr? Ach, Leute. Ihr sollt doch nur in Ruhe Go-Kart fahren. Ihr könnt nicht mal das machen. Schau mal. Der ist mir voll reingefahren, der Doofkopf. Das stimmt doch gar nicht. Du hast nicht geblinkt. Was? Mann, seit wann blinkt man denn? Sieh doch mal Strecke, du Doofkopf. Brexy, Odi hat recht, da blinkt man nicht. Man achtet aufeinander. Aber weißt du was? Ich würde sagen, wir müssen eh wieder nach Hause gehen. Das Jimmy! Ist nicht so gut. Was ist denn jetzt los? Leute, ich wollte meinen Kuchen essen. Habe ich selber gebacken. Mhm. Jimmy, mach die Tür auf. Ach, Brexy, was ist denn? Was gibt's schon wieder? Du wirst mir nicht glauben. Du wirst mir nicht glauben. Was? Wer wird dir nicht glauben? Und was ist denn los, Brexy? Red Deutsch. Hast du schon mal einen Menschen gesehen, der aussieht wie ein Regenbogen? Nein, nicht, dass ich wüsste, weil Regenbogen ist in der Luft und Menschen sind hier am Boden. Das geht gar nicht. Ich habe einen gesehen, der ist hier neu in der Stadt. Ich muss ihn dir unbedingt zeigen. Ja, genau. Okay, dann zeig mir mal den. Und wenn du ihn mir zeigst, dann musst du mir den Nintendo Switch geben, weil du lügst mich wieder an. Oh nein, das ist die Wahrheit. Komm schnell mit. Der sieht aus wie ein Regenbogen. Leute. Ich habe noch nicht gefragt, wie der aussieht. Ah, Leute, kennt ihr irgendwelche YouTuber, die aussehen wie ein Regenbogen? Also ich kenne keinen. Und wenn ihr einen kennt, schreibt es mal in die Kommentare rein. So, dann wollen wir doch mal schauen. Was ist los, Brexy? Da ist doch gar niemand. Da ist nur Niki. Niki, wie geht's dir? Was machst du hier? Hey, Jimmy, was machst du? Ich will... Bist du aufgebraust? Ja, Brexy will mir was zeigen. Er meinte, es gibt einen Menschen, der vollkommen Regenbogen ist. Es gibt aber keinen. Ich bin doch der Neue. Ja, ich bin eben, Niki ist doch der Neue. Genau. Ich sehe, was weiß. Redest du da? Hier, schaut doch mal da drüben hin, beim Autohaus. Hey, Leute, seht ihr irgendwas? Ich sehe gar nichts. Ich sehe nur Lumis Haus, das Hotel und das Riesenrad, genau. Hä? Aber was ist das denn? Hä? Das ist irgendein Regenbogen. Ah, der hat ja voll die großen Augen. Oh, der ist wirklich bunt. Brexy, ich schuld dir, glaube ich, ne Switch, weil du hattest recht. Oha. Hab ich doch gesagt. Wie heißt der? Mein Name ist Bobby. Bobby? Wie heißt ihr? Ich bin Jimmy und das ist Brexy und das ist Niki da drüben. Nein. Niki. Ich bin Brexy, der Großartige. Oh, ich bin Jimmy, der Furchteinflößende. Genau, ich bin Niki, der Furchtlose. Hä? Du machst mir nach, Niki, auf damit. Oh, wo wohnst du, Bobby? Ich bin gerade neu in der Stadt angekommen. Oh. Ich wohne noch in dem Hotel. Ihr habt alle ganz schön coole Namen. Oh, ja, natürlich haben wir coole Namen. Boah, wie cool. Okay, Bobby. Du wohnst also im Hotel. Wenn du willst, kannst du ja bei mir im Keller wohnen. Hm, da ist noch Platz. Oh, das ist aber nett von dir. Ich gehe jetzt erstmal zur Schule. Das wird mir jetzt so komisch. Hey, bis später. Was ist denn mit Niki los, Leute? Weiß ich nicht, der ist einfach gegangen. Wollen wir vielleicht auf ein Spieli gehen, Bobby? Ich kann dir zeigen, wie man Ticken spielt. Du bist... Oh. Entstehen! Nein, ich glaube... Entstehen, ich krieg dich! Oh, ich glaube, der Neue ist richtig gut in Ticken spielen. Und Brexy spielt auch mit. Boah, wir waren schon lange nicht mehr auf dem Spieli. Da mal schauen, wie gut der ist, Leute. Und... Entstehen! Nein, ich werde hier hochspringen. Du findest mich niemals! Oh, wie schnell ich bin! Oh, Brexy, bist du runtergeflogen? Du bist... Au. Er hat mich bekommen. Nein, Brexy. Wehe, du kommst hier hoch. Au. Oh, du bist... Okay, dann bin eben ich. Na, komm her, Bobby. Ich werde dich finden. Hä? Ah, Odi. Du Köpfe. Ah, Odi. Oh, warte mal.
Habe ich bei dir heute nicht geklingelt wegen der Schule? Du Dummkopf! Ich habe euch alle eingeladen und ihr spielt hier mit... Wer ist das denn? Das ist Bobby, der Neue. Tut mir leid, Odi. Ich habe vergessen, bei dir zu klingeln, weil der Neue, der hat mich abgelenkt. Der hat voll die großen Augen. Der macht mir Angst, Jimmy. Aber der ist voll nett, ehrlich. Hallo, ich bin Bobby. Siehst du, das ist Bobby. Und außerdem, Odi ist doch voll cool, wenn wir mehr sind. Dann können wir zusammen alle Ticken spielen. Was ist denn? Dreh dich mal um. Was soll denn da sein? Da ist doch gar nichts. Was soll denn da sein, Odi? Guck doch mal ans Klettergerüst, du Dummkopf. Klettergerüst, Leute. Seht ihr irgendwas am Klettergerüst? Ich sehe Braxy da oben. Nicht das Klettergerüst, das vorne. Oh, Leute, ich seh's. Da ist ein Mädchen. Nein. Odi, du denkst jetzt nicht wirklich das, was ich denke, oder? Ich glaube, wir denken genau das, was wir denken. Nein, das ist doch... Oh, Braxy, das ist dieses Fan-Mädchen, was die ganze Zeit mir hinterherläuft. Oh, Bobby. Wo denn? Ich sehe doch niemanden. Da hinten, die versteckt sich da hinten. Bobby, halt dich auf jeden Fall fern von der, die komplett durchgedreht. Oh nein, Braxy läuft doch schon hin. Nein, Braxy, mach das nicht. Hallo, wie geht's dir? Oh. Mir geht's gut. Ich hab gehört, dass Jimmy dich vermisst hat. Hallo, Fangirl, du bist so hübsch. Hallo, hör Jimmy. Auf damit. Ja, was bist Entschuldigung. Du bist der Beste hier. Ja, du riechst nach Parfüm. Das stinkt dir bis hierhin, Mann. Geh weg gib von mir. Ein Küsschen. Nein, ich geb dir kein Küsschen. Odi, mach doch was. Gib doch Odi ein Küsschen. Gib mir ein Küsschen. Gib mir ein Odi ist verliebt. Nur Jimmy. Nein, Beth. Ich will das nicht. Odi ist verliebt. Verschwinde. Oh, Leute, ich glaube, die zwei wollen Zweisamkeit. Komm, lasst uns abhauen. Ach, verschwinde doch. Jimmy, wir sind mit ganz alleine. Ja, super Freundin. Danke, Braxy, du bist echt ein toller Freund. Oh, Mann, Leute, wenn ihr auch so gemeine Freunde habt, dann schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Aber wenn ihr coole Freunde habt, dann liked auf jeden Fall das Video. Und was willst du von mir die ganze Zeit? Ich will am Spiel mit meinen Freunden sein und nicht mit einem Mädchen. Ich möchte Händchen halten jetzt, komm. Händchen halten? Das kannst du vergessen. Weißt du was? Ich werde nach Hause gehen und am besten gehst du auch nach Hause. Weil, es ist schon, es ist zwar noch früh, aber für mich ist es spät. Ich muss schlafen gehen. Und weh, du verfolgst mich. Ich sehe das. Leute, die darf mir auf jeden Fall jetzt nicht wieder folgen, weil letztes Mal ist das voll eskaliert. Und ich habe Angst vor der, wir müssen schnell nach Hause. Und warte mal, ich habe eine Idee. Ich glaube, die hat Geheimnisse, weil schau mal, die verfolgt mich die ganze Zeit. Und Leute, die einen verfolgen, haben bestimmt Geheimnisse. Wollt ihr auch wissen, wie das Leben von diesen Fanmädchen ist? Also ich will es auf jeden Fall wissen. Und deswegen werde ich nämlich heute alle Geheimnisse von diesen Fangirl herausfinden. Hä? Was schaust du mich hier an? Ich weiß, dass du hinterm Baum bist. Geh weiter. So, Leute, ich werde jetzt so tun, als wenn ich nach Hause gehe. Und da sind schon meine Freunde wieder. Oh, die sagt springen. Springen. Jimmy, was hast du mit der gemacht? Tu einfach so, als wenn ich mitmache. Odi sagt, runtergehen. Runtergehen. Braxy ist raus. Braxy ist... Oh, Mann. Wohin schaust du denn, Braxy? Die beobachtet uns. Ja, alles gut. Das ist nicht schlimm. Okay, Odi, ich bin in der finalen Runde. Odi sagt, springen. Springen. Odi sagt, im Kreis drehen. Im Kreis drehen. Springen. Ich hab gewonnen! Wie cool, Leute! Odi, wollen wir vielleicht zu deinem Baumhaus gehen und ein bisschen Nintendo Switch spielen? Boah, das wäre eine richtig coole Idee! Kommt schon, Jungs! So, Leute, das Fangirl wird mir jetzt bestimmt wieder folgen. Dann mal schauen, was die hier so macht. So, Odi, hast du auch schon den neuen Fortnite-Skin? Hä, natürlich! Hast du auch die OG-Skins, Jimmy? Ich habe alle OG-Skins. Aber gibt's in Fortnite eigentlich auch einen Regenbogen-Skin? Ich weiß gar nicht. Ich hab noch keinen gesehen.
Leute, ihr müsst mir jetzt helfen, Bobby und Odie. Ich habe nämlich einen Plan. Ich will alle Geheimnisse von den Fanmädchen herausfinden. Wenn ihr das irgendwo seht, das Fanmädchen, dann sagt mir Bescheid, okay? Okay. Aber sagt's ihr nicht. Das ist wirklich eine geheime Mission, Leute. Okay, da unten ist schon mal nix. Wir sind hier auf dem Baumhaus von Odie. Das sieht auch ziemlich sicher aus hier. Wo kann die nur sein? Ich sehe Jimmy. Ich sehe sie auch. Leute, wir müssen uns unauffällig verhalten. Und vielleicht macht sie dann irgendwas. Dann wird ihr langweilig und dann wird sie ihr normales Leben weiterführen. Aber denkst du, die macht was, wenn wir dabei sind, Jimmy? Ich glaube, du musst alleine sein. Weiß ich nicht. Schau mal, die geht da unten lang. Oh, nicht das. Was macht sie denn da? Wo ist sie hin, Leute? Ich kann sie nicht mehr sehen. Doch. Odie? Jimmy, siehst du das? Irgendwas an meinem Baumhaus gemacht. Komm, lass uns runter. Lass uns mal runtergehen. Was ist da? Was kann da denn sein? Oh, wir müssen runtergehen, Leute. Los, 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 los. Hey, du schiebst mich nach unten, Odie. Geh runter, du Doofkopf. Jimmy, ja, Jimmy. Was ist los, Brexy? Ich glaube, ich habe jemanden in deinem Haus gesehen. Das kann gar nicht sein. Wir sind doch alle hier und außerdem... Nein. Aber wie kann die denn von hier aus so schnell rübergelaufen sein? Das geht doch gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer das war. Aber da war auf jeden Fall jemand bei dir zu Hause. Okay, lass uns mal alles hier durchschauen. Vielleicht ist hier irgendein Geheimweg von der. Weil Brexy, ich glaube nämlich, die hat Geheimnisse. Und die will hier alle Geheimnisse herausfinden. Und zum Geheimnis? Ich kenn ein Geheimnis. Welches denn? Welches? Jimmy ist verliebt. Oh, Jimmy, du bist gemein. Dann gehe ich eben in die Ecke. Hä? Ich wollte hier in die Ecke gehen und... Schaut mal, Leute. Hä? Oh, ich glaube, da ist ein Durchgang. Versuch mal, da durchzugehen, Odie. Geht's da durch? Vielleicht ist sie hier durchgegangen. Hä, was ist da? Odie! Ich gehe da nicht rein. Das muss es gewesen sein, Leute. Ich glaube, so ist sie zu mir nach Hause gekommen. Wow, ich hab das erste Geheimnis von ihr gefunden. Brexy, das ist ihr Geheimweg. So kann sie mich immer beobachten. Das ist voll gruselig. Hat sie etwa ein geheimes Tunnelsystem? Ja, ich glaube schon. Aber das ist voll gruselig. Wir müssen weitergehen. Wo führt der überhaupt hin? Und warte mal. Was ist denn das hier für ein Raum? Schau mal, hier ist irgend so ein Keller. Aber von wem ist das der Keller, Leute? Habt ihr eine Idee, von wem das der Keller sein kann? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Vielleicht... Bobby, ist das etwa dein Keller? Nein, leider habe ich nicht so einen coolen Keller. Brexy, ist das dein Keller? Das ist nicht mein Keller. Warte mal, ich werde mal nach oben gehen. Ich gehe hier lang. Das ist der Keller von Hannah. Aber nein, Hannah hat auch Orangen gekauft. Aber warum hat sie einen Keller zu Hannas Haus? Das ist echt merkwürdig. Okay, lass uns mal wieder runtergehen, Leute. Das ist mir zu gruselig. Und außerdem führt der Weg noch woanders hin. Wo führt der hin? Wo führt der hin? Wo führt der hin? Brixie, wohin gehst du? Jimmy? Ja? Ich glaube, du solltest nicht hier lang gehen. Warum? Was ist denn da? Nein, tu das nicht. Geh hier nicht lang, auf gar keinen Fall. Doch, ich werde da durchgehen. Geh zur Seite, Jimmy, so. Nein, Jimmy, warte mal. Das kommt mir hier voll bekannt vor. Das sind doch meine Kisten. Brexy, komm da runter. Komm da runter, Brexy. Das sieht so aus wie mein Haus. Oh nein, Leute. Die hat mich wirklich ausspioniert. Wie gruselig. Ich glaube, sie ist oben. Bist du sicher? Vielleicht finden wir noch ein Geheimnis von ihr. Brexy, ich werde nach oben gehen. Dieses Bett ist so bequem. Ich rieche Jimmy nämlich, aber wenn er wüsste, dass ich Spider-Man bin, dann würde er bestimmt eine Geschichte über mich erzählen bei seinen Freunden. Sie ist wirklich Spider-Man. Oh, wir müssen uns verstecken, Brexy. Sie ist Spider-Man. Das ist ein Spider-Mädchen. Oh, wie gruselig. Und jetzt ist sie bei mir zu Hause und sie geht wieder nach außen. Oh, was macht die da? Hat die uns gesehen? Nein, die hat mich nicht gesehen. Aber hast du ihr Spinnenkostüm gesehen? Ich spinne doch nicht, oder? Ich bin eine Spinne. Was wolltest du sagen, Brexy? Sag schon. Willst du damit sagen, sie hat
mehrere Geheimnisse. Mhm, sie hat mehrere Geheimnisse und mehrere Identitäten, Leute. Ah, ich will damit nichts zu tun haben. Ich auch nicht. Ich werd hier weggehen. Ich muss das Odi sagen. Ich muss ihn warnen, Leute. Odi! Odi, wo bist du? Odi! Hä, wo bist du denn rausgekommen? Ich habe hier auf euch gewartet, du Doofkopf! Odi, das wirst du mir nicht glauben. Mein Fangirl ist Spider-Girl. Mhm. Ja. Wie cool ist das denn? Odi, ich weiß, dass du verliebt in sie bist, aber das ist gruselig und ich will damit nichts zu tun haben. Außerdem, wo ist sie überhaupt hin? Ich glaube, sie fliegt hier rum mit ihren Spinnenweben oder so. Wenn ihr sie irgendwo seht, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, Leute. Wo könnte sie sein? Ehrlich, Leute, und was habt ihr da eigentlich an? Was macht ihr denn da wieder? Wir spielen Zauberer, Jimmy. Zauberer? Was kann der denn überhaupt? Gar nichts. Das ist einfach ein Stück Holz. Ach, das ist... Warte, ich muss kurz was erledigen, Odi. Wir sehen uns gleich wieder. Okay. Ja, viel Spaß bei euch, bei eurem Spiel da. Außerdem müssen wir noch die ganzen Geheimnisse von den Fanmädchen herausfinden, Leute. Und ich habe sie da hinten gesehen. Was macht sie schon wieder bei meinem Swimmingpool da? Da sind ganz viele Autos. Diese Autos schenke ich alle Jimmy. Was? Außer dieses hier, das gehört nämlich meinem Freund. Ihr wisst gar nicht, ich habe nämlich noch einen Freund. Aber Leute. Jimmy wird mein neuer Freund werden. Leute, das sind zwei Geheimnisse. Leute, das sind zwei Geheimnisse in einem. Sie hat einen Freund und will mir Autos schenken. Aber wer könnte denn ihr Freund sein? Also ich weiß, dass Odi in sie verliebt ist. Braxy mag keine Mädchen und Lumi eigentlich auch nicht. Oh, von wem könnte das der Freund sein? Ich weiß nicht, Leute. Aber das Auto sieht echt cool aus. Ich wünschte, ich hätte so ein Auto. Wo ist sie hingelaufen, Leute? Nein, ich finde sie nicht mehr. Nein, ich glaube, sie fährt zu ihrem Freund. Wir müssen auf jeden Fall hinterher. Los, schnell! Leute, da vorne ist das Fellmädchen, aber warte mal. Das ist doch Bobby. Wir müssen uns mal anschleichen kurz. Wartet mal. Was machen die da? Ist das etwa der Freund von dem Fanmädchen? Niemals, Leute. Bobby, ich finde es gut, dass wir jetzt die Stadt übernehmen werden. Ich bin froh, dass du jetzt neu dabei bist. Nein. Ja, das ist ein richtig guter Plan, den wir haben. Nein, das ist nicht. Den Jimmy werde ich später nochmal braten. Was? Aber Leute, ich dachte, ich mag nämlich kleine Jimmys. Aber ich dachte, das ist das Fan-Mädchen von mir. Es ist ja voll gruselig. Hat sie nicht gerade eben noch gesagt, sie will mir Autos schenken und so? Das ist ja richtig merkwürdig. Und warum lachen die beide da? Ich würde ja zu gern da reingehen, aber die darf mich nicht sehen. Weil sonst kann ich keine weiteren Geheimnisse herausfinden, Leute. Müssen uns kurz verstecken. Hast du das gehört, Bobby? Was ist da? Nein. Irgendwas war hier, ja. Verstecken, Leute, die darf uns nicht aufspüren, das wäre gar nicht gut. Das war die Kuh hier. Okay. Ja, genau, das war die Kuh, sehr gut. Oh, Leute, ich habe sie jetzt weiterverfolgt und es ist schon wieder hell geworden. Und sie geht schon wieder zu meinem Haus. Was macht sie denn da? Oh, wir müssen aufpassen, Leute. Jetzt müssen wir wirklich ganz vorsichtig sein. Sie ist direkt... Was ist das denn? Was macht die denn da? Die soll mal Deutsch reden. Ich verstehe kein Wort davon. Was macht sie da? Odi, hör auf, was macht ihr denn da? Der hat mich erschreckt. Mann, ihr habt mich voll erschrocken. Schaut mal. Wen höre ich hier? Hey, ich bin's. Und was machst du hier? Was soll das zu komischen Kerzen sein? Was machst ist du da? Das? Jimmy, du bist in die Falle getappt. Du gehörst jetzt mir, deine Seele. Gruselig. Denn ich bin die böse Hexe. Was? Ich wusste gar nicht, dass sie eine Hexe ist. Oh, sie hat irgendwelche Fähigkeiten. Ich wusste doch, dass die verrückt ist, Odi. Die ist verrückt drin. Die ist richtig verrückt. Nein, das waren viel zu viele Geheimnisse. Das waren viel zu viele Geheimnisse über das Fango, Leute. Oh, das war keine gute Idee, Leute. Ach, Quatsch, Mann. Den Ringbogen hast du dahin gebaut. Ja, das stimmt ja auch. Aber die Rainbow Friends haben mich da beauftragt zu. Und die sind nett. Also, vielleicht. Eigentlich sind die böse. Braxy, du warst doch dabei, oder nicht? Ja, ich war dabei, aber... Ja, die waren wirklich echt und...
Jimmy hat für die anscheinend das hier gebohrt, aber ich habe nicht gesehen, wie er es gemacht hat. Ich war nicht da. Vielleicht lügt er auch. Oh, ich lüge nicht, Leute. Ihr seid beides Doofköpfe, Mann. Wenn die Rainbow Friends eines Tages wieder zu euch kommen, dann werdet ihr mich um Hilfe bitten. Genau so wird das sein, weil ihr habt nämlich... Quatsch! Die werden eh nicht kommen, weil es die nicht gibt, du Doofkopf! Du kannst glücklich sein, dass sie nur nicht zu dir gekommen sind, weil du Lila hast und Lila gehört den Lila Rainbow Friends und Gelb den Gelben und Orange gehört so einem kleinen, Leute. Ihr kennt den bestimmt alle. Der ist richtig böse eigentlich. Lila ist meine Farbe, du Blödmann. Über die macht man keine Witze. Ist auch egal. Wollen wir nach Hause gehen? Es wird schon spät. Ja, ich will nichts mit dir zu tun haben, wenn du sowas Blödes sagst. Sag mal, Brixi, warum machst du sowas? Warum sagst du sowas Doofes? Die Rainbow Friends gibt's. Hör auf jetzt, Mann. Leute, ihr wisst auch, dass es die Rainbow Friends gibt, oder? Und ihr habt bestimmt auch gesehen, dass sie mich adoptiert haben und dass ich so eine komische Hand hatte und ganz coole Sachen machen konnte. Und die geht's wirklich. Und die beiden Doofköpfe glauben mir nicht. Vor allem Odi nicht. Egal, ich gehe schlafen, Odi. Weißt du was? Wir sehen uns morgen in der Schule. Bis morgen und hör auf mit deinem Rainbow Friend Gelaber. Rainbow. Doof. Und der Regenbogen ist hier nicht ohne Grund. Schlafen wir zusammen? Guck mal, wie die da Spaß haben und mich die ganze Zeit fertig machen und mich auslachen. Leute, das soll man nicht machen. Man darf seinen besten Freund nicht auslachen. Oh, schau mal, Odi. Guck mal, was ich hier habe. Was denn? Wow, einen Regenbogenschirm. ihr seid alle doof. Ich habe das genau gesehen, dass ihr das extra gemacht habt. Und wisst ihr was? Ihr werdet noch Karma bekommen, Edge. Seid ihr... Doof, Männer. Wisst ihr was? Wir gehen nach Hause, Leute. Wir spielen eine Runde Fortnite. Das wird schon spät und ich bin immer noch ein bisschen krank, Leute. Deswegen nehmt mir das nicht übel. Und Leute, wenn ihr krank seid, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel gute Besserung. Aber haltet euch fern von den Rainbow Friends. Die sind böse. Egal, eine Runde Fortnite geht immer, Leute. Let's go! Mann, ich kann nicht schlafen, Leute. Soll ich vielleicht nicht doch nochmal eine Runde Fortnite spielen? Was ist denn jetzt schon wieder los? Wer ist da draußen, Leute? Brexy? Was willst du, Brexy? Du hast mich voll ausgelacht vorher. Warum? Was ist denn da? Rainbow Man gesehen. Ja, genau. Die sind nicht mehr da. Ich habe das Portal zugemacht. Das geht gar nicht, Brexy. Und außerdem sind die nett. Und du musst keine Angst vor denen haben. Warum? Was hat er denn gemacht? Der hat richtig böse geguckt und ich glaube, der sucht jemanden. Welche Farbe hatte der? Sag schon. Oh, eine furchteinflößende Farbe. Keine also glückliche. Der gelb, genau. Der war gelb, gib's zu. Nein, der war schwarz wie deine Seele. Schwarz wie deine YouTube-Videos. Du bist gemein, Brexy. Die sind nicht schwarz. Meine YouTube-Videos sind cool, Leute. Und die haben ganz viel Farbe. Oder? Ich meine, ihr seht doch gerade das Video. Leute, wenn ihr das Video jetzt in Farbe seht, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Okay, Brexy. Du sagst also, da ist ein farbloser Rainbow-Friend und der hat dich angegriffen, oder was? Der hat mich angeguckt und ist mir hinterhergelaufen. Und dann hat er gesagt, ich kriege euch. Genau, das hat er gesagt. Und dann hat er noch gesagt, die Rainbow Friends sind böse. Okay, Brexy, war schön. Deine gute Nachtgeschichte hat Spaß gemacht. Ich muss jetzt aber weiter Fortnite spielen. Ich kann nicht schlafen. Ich schlafe bei dir oben. Tschüss. Mann, Brexy, warum bist du so ein Angsthase? Ja, weißt du was? Da draußen ist nichts. Ich werde jetzt rausgehen, und werde dir beweisen, dass hier nichts ist. Wir haben ganz normal Nacht, wie jeden Tag. Und guckt euch Brexy an. Der ist jetzt bei mir da oben, weil er so eine Angst hat. Was macht er da oben eigentlich? Brexy, komm da. Wer ist das denn jetzt, Leute? Sag mal, seht ihr... Mann, Brexy, auf meine Scheiben kaputt zu machen. Das war teuer. Brexy, auf mein Glas kaputt zu machen und lass mich hier hoch. Schubst mich nicht. Nein, ich schubs dich nicht. Wir gehen jetzt einfach alle in mein Haus rein und schließen die Türen ab. Los, Brexy, mach das Glas wieder hin.
Und was macht er überhaupt bei dir zu Hause? Warum geht er zu dir? Das macht doch gar keinen Sinn, Braxy. Ich hab doch gesagt, er hat mich gesucht und gejagt wegen dir. Hey, hör auf damit. Ich hab damit nichts am Hut, Leute. Oh, Braxy, du hast irgendwas angestellt. Genau, mit deinem Labor hast du wahrscheinlich irgendwie Farben experimentiert. Und, Nein, seine Farbe sind verloren. Wegen dir gekommen, das weißt du ganz genau. Und warum kommst du dann zu mir, du Schisser? Warum willst du dann meine Hilfe haben und warum kannst du es nicht alleine machen? Na, wenn du doch so stark bist, dann geh doch zu ihm. Keine Angst vor dem, Leute. Die sind eigentlich ganz nett, die Rainbow Friends. Das haben wir ja letztes Mal schon gesehen. Na, traust du dich mitzukommen, Braxy? Ich bin hier oben. Genau, hab ich mir schon gedacht. Bis morgen. Und hol am besten ein Kuscheltier, weil vielleicht kommt ja noch ein anderer Rainbow Friend. Oh, Leute, das wird bestimmt richtig lustig. Schaut euch Braxy an, wie er da in meinem Haus ist und Angst hat. So ein Schisser, ey. Okay, wir müssen jetzt den Rainbow Friend finden. Und er hatte irgendwie gar keine Farbe, aber... Warte mal, da ist er ja. Boah. Hallo. Was ist denn mit dem los? Der hat ja Angst vor mir, Leute. Wieso hat der Angst? Der sieht voll furchteinflößend aus. Hey, bleib stehen, du Farbklecks, du. Bleib stehen, hey. Bleib jetzt sofort stehen. Hey, ich red mit dir. Hä? Wo ist der hin? Leute, wenn ihr ihn sehen könnt, dann schreibt das jetzt in die Kommentare. Ich sehe ihn nicht mehr. Der kann doch nicht einfach weg sein. Hey, du Doofmann, wo bist du? Ach, dann... Warte mal, der versteckt sich hier. Hey, ich mach dir nichts. Hey, ich hab auch einen Cheeseburger für dich hier am Big Mac. Ein Cheeseburger? Ja. Der ist ja gar nicht böse. Der ist ja nett, Leute. Oh, ich mache ihm hier eine Treppe, dann kann er rausgehen. Los, komm raus. Was ist los? Warum hast du Braxy so eine Angst gemacht? Ich will nur Freunde. Freunde? Sag das doch gleich. Warum bist du Freunde? Ich dachte, die Rainbow Friends werden alle miteinander befreundet. Nein, weil ich habe keine Farbe. Leute, er hat gar keine Farbe, weil schwarz ist keine Farbe und weiß auch nicht. Aber warte mal, wenn du keine Freunde hast, mögen dich dann die anderen etwa nicht? Die machen mich fertig. Oh, ich wurde auch immer fertig gemacht, weil ich orangene Haare habe und weil mich immer alle ausgelacht haben. Aber das darfst du nicht mit dir gefallen lassen. Du musst stark werden und musst deinen inneren Schweinehund überwinden und. Die anderen sind stärker. Wer denn von denen? Es gibt doch verschiedene Rainbow Friends. Ich bin auch orange. Oh, nicht, dass er denkt, dass ich der Böse bin. Okay, weißt du was? Ich werde dich einfach aufnehmen bei mir. Und wenn dann irgendein böser Rainbow Friend kommt, dann werde ich mich querstellen und werde dich beschützen. Ja. Komm mit, wir gehen nach Hause. Komischer Rainbow-Typ. Das ist der erste Rainbow-Friend, der Angst hat. Egal, komm mit, Leute, wir gehen nach Hause. Ich glaube, das könnte sogar richtig cool werden. Wir adoptieren einfach diesmal einen Rainbow-Friend. Naja, was heißt adoptieren? Wir helfen ihm, dass er nicht mehr geärgert wird. Wo bist du, Jimmy? Ich bin hier. Wo bist du denn? Boah, wer schreit hier meinen Namen? Jimmy, boah. Da bist du. Oh, lauf! Nein, er ist hinter dir! Oh Gott, ich komm dir helfen! Ich werde ihn ab. Pass auf, das, was du gerade gehört hast, der hatte nur eine Nerfgun und die wollte er einfach nur fürs Gute einsetzen. Braxy, stopp! Hör, das ist ein Guter! Hör auf damit! Nein! Das ist mein Freund und der wurde von den anderen Rainbow Friends geärgert und wollte Schutz suchen und du, Doofmann, hattest Angst vor ihm und denkst, der ist böse, weil er böse aussieht, aber er ist nicht böse. Das ist eine Falle, Jimmy. Nein, das ist nicht. Mann. Keine Falle. Ich werde dir beweisen, dass er nett ist. Weißt du was? Wenn du unbedingt denkst, dass er böse ist, dann werde ich eben eine Nacht auf ihn aufpassen. Und du hast Hausverbot. Besser ist es, du gehst in dein Labor und machst irgendwas anderes. Aber der Rainbow Friend bleibt bei mir. Das ist mein eigener... Jimmy. Genau, mein eigener Freund. Also entweder du oder Rainbow Friend. Dann...
dann entscheide dich doch für deinen Rainbow Friend. Mach ich auch. Und ich wünsche dir viel Spaß. Ja. Ihr könnt ja zusammen Switch spielen. Mach ich auch. Ich werde mit ihm die ganze Zeit Fortnite spielen, du Doofkopf. Und du kannst zu Hause sein und deine blöden Bananenexperimente machen. Vielleicht, vielleicht, wer weiß, was du mit deinen Bananen machst. Hm, ich gehe jetzt nach Hause, du Doofmann. Tschüss. So, Leute. Tschüss, kleiner Pups. Macht dich dein Freund auch immer fertig? Ja, genau. Der macht mich fertig und siehst du, ich wehr mich dagegen und werd böse und zeig ihm seine Grenzen. Los, komm, wir gehen nach Hause. Es wird eh schon Tag. Wir können den ganzen Tag heute Fortnite spielen. Das wird mega cool. Und schau mal, ich hab die Farbe Orange. Nein, nicht Angst haben. Alles gut, ich hab noch eine Pommes für dich hier. Und die ist sogar schwarz. Schwarze Pommes sind nämlich die goldenen, die extra teuren. Okay, ich würde sagen, wir können ja zusammen Mathehausaufgaben machen oder so. Was sind eigentlich deine Hobbys? Schwarzheit. Das ist doch kein Hobby. Das ist eine Tatsache. Du bist einfach nur farblos, aber das ist doch nicht schlimm. Jeder hat keine Ahnung. Ich cut das raus. Das war kacke. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Das ist doch kein Hobby. Ach man, ein Hobby ist, wenn du Fortnite spielst, oder? Okay, das ist mein Hobby. Ja. Werde ich gemacht werden. Ach man, das ist auch kein Hobby. Das ist einfach nur traurig. Und weißt du was? Ich bin ja jetzt dein Freund. Ich glaube sogar. Warte, der lila Rainbow Friend hatte so eine lila Hand. Damit konnte er Sachen aufheben. Hast du auch so eine Hand? Doch, du hast irgendwelche Fähigkeiten, du musst nur an dich glauben. Wer an sich glaubt, kann alles erreichen im Leben. Merk dir das. Ich glaub das, ja. Siehst du hast doch irgendeine Fähigkeit, ich wusste es. Boah, und das passt doch voll zu deinem Outfit, aber... Wo ist der? Das ist aber versteck dich. Versteck dich. Du blöder Orange, ich weiß schon dein Geheimnis. Du machst den Rainbow Friend fertig, weil er keine Farbe hat, stimmt's? Er ist farblos, er ist nutzlos und er bringt einfach nichts. Guck mal, ich bin orange, genau wie du. Wo ist der Blödmann? Hey, nimm dein doofes Schwert zurück und der ist definitiv... Hey, du darfst darunter nicht, das ist mein Zuhause. Lass ihn in Ruhe. Oh, sehr gut, er hat gelernt, wie man mit dem Portal umgeht. Siehst du, er ist... Nein, du gehst da nicht rein. Hey, das war eine Falle, Leute. Ich glaube, die Rainbow-Friends können sich gegenseitig aufsuchen. Wir müssen schnell hinterher und ihn retten. Ey, bleib stehen, du orangener Zwerg, du. Aha, du bist nämlich ein kleiner Zwerg und orange und. Na, warte mal, das kann ja auch ich sein. Das ist doof, Leute. Du bist ein Krokodil. Genau, du hast Klubschaugen, Edge. Wie redest du eigentlich mit mir? Weißt du, dass ich auch... Weg hier, Leute. Oh Mann, Nö, du kommst hier nicht durch und du... Hau endlich ab, lass den Rainbow Friend in Ruhe. Der ist voll durchgedreht, Leute. Oh Mann. Ich glaube, das war gar keine gute Idee, dass wir uns einsetzen würden, Rainbow Friend. Schau mal, ich muss dir was zeigen. Komm mal mit. Aber, du wirst selber lachen müssen. Komm mit schnell. Was machen wir denn da? Was denn? Was willst du mir zeigen, hä? Du kennst doch den Regenbogen, richtig? Ja, ich kenne den Regenbogen. Und da. Grün, gelb, blau, rosa. Rot und orange. Genau, das ist auch meine Farbe. Und wo ist schwarz? Mann, hör auf damit. Weißt du was? Schwarz ist der Schatten von allen Farben. Also ist er ein bunter Rainbow Friend. Und du checkst das nur nicht. Du bist einfach nur neidisch. Genau. Auf was denn? Das ist deine Farbe? Niemals. Wo ist der Blödmann? Du versteckst ihn. Leute, findet ihr irgendwo den anderen Rainbow Friend? Ich sehe ihn nicht mehr. Nicht, dass ihm irgendwas zugestoßen ist. Aber vielleicht schützt er sich auch nur vor den orangenen Rainbow Friend, der richtig gemein ist. Oh Mann, wir müssen ihn unbedingt finden, Leute. Verdammt. Oh Mann, Leute. Oh, wo kann er nur sein? Oh, hä? Nein. Wie ist es so in der Dunkelheit, hä? Wie fühlst du dich da wohl? Werde ich. Nein, du musst nicht mehr.
Weißt du, was mir Jimmy gegeben hat? Dieses Buch hier. Willst du wissen, was drin steht? Das stimmt nicht. Ich habe gar nichts geschrieben. Glaub ihm nicht. Nein, der will dich nur ärgern. Glaub das nicht, was da drin steht. Da steht irgendein Quatsch drin. Ehrlich. Du hast geschrieben, dass ich denke. Nein, das stimmt doch gar nicht. Oh, du bist gemein, blöden Orangener Rainbow Fred. Das wirst du bereuen. Aua. Hey, hey, warum bist du jetzt so böse? Nein. Ich werde mir das nicht gefallen lassen, dunkler Rainbow Skin. Nee, du Doofkopf, siehst du, was du angerichtet hast? Jetzt ist er sauer geworden. Auf mich, warum machst du sowas? Weil ich Fettner-König bin. Wir klauen dir alle deine Switches. Nein, nicht meine Switches. Hey, du Doofkopf. Bleib stehen, ich war doch die ganze Zeit auf deiner Seite. Denk doch nach. Hey, wir sollten doch rein... Du hast gesagt, dass ich denke. Oh, das stimmt doch gar nicht. Das hat er einfach erfunden. Nein. Oh, weißt du, was er noch zu mir meinte? Nein. Ich meinte gar nichts mehr. Du sollst jetzt leise sein. Du hast es gar kein, du hast nicht verdient, eine Farbe zu bekommen. Nein, das habe ich ehrlich nicht, das stimmt also, nicht. Also, sowas Gemeines würde ich niemals sagen. Aber das ist mein Freund. Das ist eine Lüge, du lügst, du doofer orangener Kopf, du. Hör auf, warum bist du gemein? Das ist dein Kollege, dein Rainbow Friend. Dann werde ich jetzt dein Haus auch schwarz machen. Nein, das kannst du nicht machen. Sag mal, was bildest du dir eigentlich ein, hä? Huh? Einbildung ist auch eine Bildung. Ah, sag mal, wo wohnst du eigentlich, hä? Auf dem Regenbogen. Ja, auf dem Regenbogen. Wahrscheinlich da oben, ne? Weißt du was? Ich werde den abbauen. Das war's mit deinem Regenbogen. Zack. Hey, das darfst du nicht tun. Lass es sofort sein. Nein, du lässt das sein. Hau endlich ab. Lass mich in Ruhe. Und hey, hör auf, mein Haus schwarz anzumalen. Das ist nicht cool. Mann, das sah viel cooler aus als orange war, Leute. Ich will kein Kohlehaus haben. Das ist voll doof, Mann. Jetzt hier alles schwarz. Och Mann, das kann doch nicht dein Ernst sein. Hör auf damit, blöder Rainbow Friend. Aua! Du Doofkopf. Und du bist auch doof. Ihr seid alle doof. Ihr seid alles doofe Rainbow Friends. Und ihr werdet niemals erfolgreich sein. Ha! Nach Hause! Ja, geht nach Hause. Nein, was du angerichtet hast, ich wollte ihm die ganze Zeit helfen. Selbst meine Zuschauer wissen das, stimmt's? Und du hast einfach mit die ganze Schuld auf mich geschoben, was richtig gemein war. Ja. Und dein Haus ist schwarz. Du solltest dich vielleicht mal um dein Haus kümmern. vielleicht sollte ich das, Leute. Und da kommen schon Fledermäuse. Mann, jetzt kann ich das alles wegtun. Alles nur wegen dem Doofkopf. Mann, das wird ewig dauern, das alles wegzubekommen. Dieser Jimmy! Was ist denn jetzt los? Hey! Hä? Wo kam das her? Ich dachte, du wärst aber, bin ich doch! Ich hab doch nie was anderes behauptet. Rainbow-Freund zu mir gesagt. Nein, hab ich nicht. Das ist mir rausgerutscht. Genau, hä? Du Doofkopf! Mein Haus! Warum hast du mein Haus zerstört? Nein, das wird wieder so lange dauern. Ich werde dich nie wieder besuchen, du Blödmann! Du Doofkopf, du wirst schon sehen, was du davon hast. Och, Leute, ich will wieder zurück bei meinen Freunden. Brexy, Odi, Lumi, Niki und ganz besonders meine besten Zuschauer, Mann. Ey, diese Stadt geht langsam richtig bruch. Ihr müsst mir jetzt alle helfen, Leute. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und Abo da und schaut euch die anderen Videos an und checkt meine Freunde ab. Das war voll gemein von diesem blöden Rainbow Friend, ey. Ich habe ihm die ganze Zeit geholfen und dann macht er sowas. Bis zum nächsten Video. Mal sehen, wie das noch ausgeht, Leute.